Hallo, was machen Sachen? Heute bastel ich für euch eine Laterne in Maya. Ja, so eine etwas altmodischere Laterne. Wir haben eine so ähnliche bei uns im Garten stehen. Ich dachte, das ist doch mal ein super Modell. Ach, und nimmt sich für das nächste Video hat sich dieses Modell angeboten, da ich euch zeigen möchte, wie man in Unreal einfache Materialien auferstellt. Und bei der Lampe bietet es sich halt an, man hat einfach die normalen Standardmaterialien, die man so braucht. Plus, man kann halt eine Emissive Map für das Leuchten erstellen und eine Opacity Map für halt das Glas. Und das möchte ich euch zeigen. Und die Lampe bietet alles an. Da habe ich mir gedacht, machen wir doch mal eine schöne Lampe und verbinden sie dann halt später im zweiten Video mit einem Tutorial, in der ich euch kurz zeige, wie ich die halt in Painter bearbeite, was bei dem Modell halt nicht lange dauern wird, weil die besteht ja theoretisch nur aus drei Materialien, aus dem Metall der Lampe, dem Glas und halt aus der Glühbirne an sich, die ich durch eine Emissive Map einfach darstellen würde. Wie genau werdet ihr dann in dem Tutorial sehen? Ihr könnt euch ja schon mal drauf freuen, falls euch das interessiert, wie man halt die Texturen, die man erstellt im Painter oder auch, wer möchte, in Photoshop, je nachdem, was man halt für Möglichkeiten hat, wie man die dann in der Unreal Engine zusammenstellt. In diesem Video werdet ihr auch mal eine andere Herangehensweise sehen. Bei meinen Möbeln habe ich ja mehr so frei Schnauze und Pi mal Daumen gearbeitet. Jetzt zeige ich euch halt mal, wie man halt etwas erstellt, wenn man schon eine Vorlage hat. Dazu habe ich mir mehrere Fotos aus dem Internet herausgesucht und habe die zusammengesetzt. Also die Originalfotos habe ich in der Videobeschreibung verlinkt, wer sie sich hier ansehen möchte. Also ich benutze hier die 4 Kameras, die man zu nutzen hat. Man kann auch jede einzeln aktivieren, wie man möchte. Auch andere Modellierprogramme haben verschiedene Kameras. Bei den 4 Kameras ist halt eine perspektivische dabei mit einer kompletten Rundumsicht. Und die anderen 3 Kameras sind orthografisch, quasi heißt, sie sind fest und haben halt diese perspektivische Verzerrung nicht, die die perspektivische Kamera hat. Dementsprechend fehlt halt die Perspektive, wie man sie halt normalerweise wahrnimmt. Bei dem recht kurzen Modell fällt es eigentlich nicht wirklich auf. Wenn man jetzt etwas Größeres hat, wie jetzt das Haus oder Möbel, würde man einen Unterschied sehen in den perspektivischen und orthografischen. Aber was ihr einfach wissen müsst, die perspektivische Kamera lässt sich in Maya in alle Richtungen drehen. Die orthografischen haben wirklich nur eine Blickrichtung und haben keine Verzerrung nach hinten, wie es die perspektivische hat. Ich hoffe, man hat mich jetzt verstanden, was ich sagen möchte. Heute wollte ich auch über Referenzen mit euch reden. Das ist für mich, finde ich, ein sehr wichtiges Thema, was auch oft unterschätzt wird. Sowohl im 3D-Modellieren als auch im Zeichnen sind Referenzen wichtig. Das wird halt teilweise wirklich sehr unterschätzt und auch teilweise habe ich sogar gesehen, dass das echt schlecht geredet wird, obwohl es eigentlich was sehr Sinnvolles und Nützliches ist. Gerade im 3D-Bereich gehen ja viele Details verloren. Man wundert sich, woran man sich alles nicht erinnert, wenn man etwas modellieren soll, wenn man halt genau ins Detail gehen soll. Jetzt allein zur Übung. Schließt mal die Augen, stellt euch mal eine Tür vor, ohne sie euch anzusehen. Was ist an so einer Tür dran? Ja, an für sich ja gar kann nicht so schwer. Ja, da ist ein Türraum drumherum, Brette vor, ein Türgriff und Schloss dran. Aber wahrscheinlich werdet ihr alle daran scheitern, gerade dieses Türschloss jetzt aus dem Kopf einmal genau nachzuvollziehen. Was da alles für ein Gebömsel dranhängt. Sind da Schrauben drin? Wo ist das Loch? Wie an sich ist jetzt der Türgriff aufgebaut? Ist der aber direkt dran gemacht? Sind da irgendwelche Wölbungen, Vertiefungen? Und wie sieht das Schloss aus? Da sind zwei, ja meistens zwei Zacken drinne. Einer für die Tür an sich, die ist nur so lange festhält, wie man den Griff runterdrückt und ein festeres, das man abschließen kann. Wie genau sieht das aus? Wie sind die Abstände? An so Details kann man sich halt wirklich selten direkt so aus dem Stegreif erinnern und dazu braucht man Referenzen. Es ist auch keine Schande, sich Referenzen rauszusuchen. Auch im 2D-Bereich, wenn ihr irgendwas zeichnet, sucht euch Referenzen. Bei Referenzen meine ich, nehmt euch Bilder, die ihr irgendwas mit eurem Bild zu tun haben, eine ähnliche Pose haben, irgendeinen Charakter, den ihr zeichnen möchtet, dass ihr wisst, wie ihr aussieht, so Details zu sehen. Das geht öfters mal wirklich was vergessen, weil man einfach nicht dran denkt, weil es wirklich kleine Details sind, die dann das Bild doch sehr beeinflussen können. Deswegen Charakter an die Seite, vielleicht eine ähnliche Pose an die Seite oder ein Farbschema, irgendwas. Das kann immer sehr, sehr hilfreich sein. Und mit Referenzen meine ich auch nicht, dass man sich das Bild einfach nehmen soll und einfach drüber zeichnen soll. Das ist ja dann wieder was anderes, das wird auch oft verwechselt. Das ist ja dann abpausen, drüber zeichnen. Das hatte ich jetzt nicht gemeint.
Was man höchstens machen könnte, was gerade eine Hilfe für Anfänger ist, jetzt das Zeichnen lernen von Posen. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, dass man hingeht und nicht direkt über den Charakter zeichnet, sondern sich Fixpunkte sucht. Wo sitzen die Schulter? Wo sitzt die Hüfte? Wo ist der Kopf? So, dass man sich nur ganz, ganz grob markiert, wo die wichtigsten Teile sind. Gerade halt die Punkte, wie jetzt halt Kopf, Schultern, Ellenbogen, Handgelenke, dass man sich die markiert und höchstens mit einem Strich verbindet, dass man weiß, wo was dran hört. Und dann hört es auch wirklich auf. Bild an die Seite als Referenz, nicht weiter direkt auf dem Bild zeichnen. Das ist so für Anfänger eigentlich, finde ich, ein guter Tipp. Das hatte mir viel geholfen, weil ich war auch früher als Kind Photoshop entdeckt gesehen. Aha, man kann mit Layern arbeiten. Bild unten drunter einfach drüber gemalt. So haben viele angefangen. Das ist auch keine Schande. Was ich dann halt nicht machen würde, ist halt unbedingt im Internet hochladen. Behaltet es für euch mehr als Übung. Oder wenn ihr es unbedingt hochladen wollt, schreibt es klar dabei, dass ihr das abgepaust habt, dass ihr das Originalbild mit verlinkt, den Künstler taggt oder sonst was. Sonst kann es echt wirklich zu einem riesen Shitstorm kommen. Das wird nicht gern gesehen und ist auch jetzt nicht so die simple Sache. Diese Sachen sind halt wirklich mehr zur Übung, dass man lernt, wie man Posen zeichnet. Viele haben wirklich so angefangen. Man sollte aber auch nicht ewig so weitermachen. Wie gesagt, mir hatte das geholfen, dass ich halt die Fixpunkte mir rausgesucht habe, die ja mit Kreisen markiert hat. Da ist Schulter, da ist das Körperteil, da ist das Körperteil und mit Strichen halt verbunden, dass ich jetzt wusste, welcher Kreis ist jetzt was. Und nach habe ich dann halt die Kreise mir selbst gesetzt, ohne abzupausen. Immer so Schritt für Schritt. Es wird halt im Internet nicht gern gesehen, wenn man abpaust. Ja, ist ja auch immer blöd. Das ist ja dann quasi geklaut. Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ich wollte eigentlich über Referenzen. Ja, es ist, gehört ja auch irgendwie dazu. Gehört irgendwie zu Referenzen, zu dem Thema. Aber teilweise wird es auch übertrieben. Teilweise wird es halt auch von beiden Seiten übertrieben. Ja, viele fangen halt so an. Wer hat denn nicht so angefangen? Sagt mal ehrlich, gebt euch zu, wer hat denn nicht schon Bilder abgepaust? Eine Sache ist es halt, die wirklich öffentlich zu stellen, zu sagen, nein, das habe ich gemacht, das gehört sich nicht. Wenn ihr es unbedingt online stellen wollt, schreibt dabei, es ist abgepaust. Schreibt dabei, von welchem Bild, am besten das Bild verlinken, den Künstler verlinken, irgendwas, dass ihr auf der sicheren Seite seid. Ja. Dann auch versuchen, nachdem ihr ein paar Bilder gemalt habt, wo ihr halt wirklich die Fixpunkte euch rausgesucht habt von dem Bild direkt, mal das Gleiche zu machen, ohne dass ihr das Bild unten drunter legt, sondern an die Seite und dann zu gucken, ja, wo ist was, kann ich das auch so einzeichnen? Und so wird man Schritt für Schritt halt besser. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, alles Schritt für Schritt. Es wird auch halt wirklich im Internet viel übertrieben. Ich finde irgendwie, die Leute übertreiben. Teilweise werden Hetzkampagnen gemacht, weil man eine Pose geklaut hat. Ja. Dass sich unsere Körper alle nur einen gewissen Bewegungsradius haben, wird nicht gesehen. Oh, dein Charakter sitzt, das kann nicht sein. Das ist die Pose von meinem Charakter. Deiner darf sich so nicht hinsetzen, der muss sich anders da hinsetzen. Habe ich alles schon erlebt. Teilweise wurden mir halt auch vorgeworfen, ich würde das Farbschema klauen. Was ja noch absurder ist, wie die Posen zu klauen. Besonders toll für unsere Leute, die mit traditionellen Medienzeichen, mit Buntstift. Die sind ja ein bisschen eingeschränkter. Du darfst diesen roten Buntstift nicht benutzen. Den habe ich schon für meinen Charakter benutzt. Das ist Diebstahl. Das ist, ja, du klaust die Farbpalette. Ja, also lustige Sachen hat man schon erlebt. Ich glaube, vielleicht werde ich ein paar sinnlose Anschuldigungen einfach mal in den nächsten Videos erzählen. Da sind ein paar Sachen dabei, da schüttelt man einfach nur den Kopf, was man so alles erlebt. Gerade im englischen Raum ist da immer schnell ein Riesendrama ausgebrochen. Und werden teilweise richtige Hetzjagden veranstaltet. Das ist nicht schön in dem Augenblick. Am Ende wundert es mich einfach nur, dass das tatsächlich echt mal passiert ist und die Leute eigentlich anscheinend keine anderen Probleme haben, wie Leute anzukacken, weil sie eine Pose oder ein Farbschema geklaut hätten. Das ist eine weiße Katze. Du darfst keine weißen Katzen zeichnen, weil das ist mein Originalcharakter. Ich kann ja verstehen, wenn man seine eigenen Kreationen und Designs verteidigen möchte, aber manche Leute übertreiben halt direkt und gehen an die Decke wegen den banalsten Kleinigkeiten. Jetzt diese weiße Katze, die kein anderer zeichnen darf, weil das ja der OC von irgendeinem anderen ist. Also darf nie wieder irgendeiner eine weiße Katze zeichnen. Klingt für mich super einleuchtend, super logisch. Kann ich nachvollziehen, total. Wie gesagt, das wird halt gerne aus einem Mücken-Elefanten gemacht.
Anscheinend sind halt sehr viele Leute im Dramen interessiert. Ist ja auch als Beistehender irgendwo lustig zuzusehen, wie sich Kiddies wegen irgendeinem Kleinkram. Na wohl, sind nicht immer Kiddies. Es sind auch teilweise Erwachsene dabei, die sich wegen einem Cartoon-Charakter gegenseitig an die Gurgel gehen. Wie man am aktuellen Drama um Sonic 93 auf YouTube verfolgen kann. Die Videos sind auf Englisch. Und einfach nur um es kurz zu fassen, geht es einfach darum, dass sich ein YouTube-Renter darüber aufregt, dass ein DeviantArt-Nutzer seinen Lieblingscharakter nicht so mag wie sie. Die sich tierisch darüber aufregt, dass der sagte DeviantArt-Nutzer zwar sagt, er sei ein Fan dieses Charakters, aber dann doch was Schlechtes über diesen Charakter sagt. Und da schaukelt sich momentan hoch. Da schaukelt sich gerade so richtig hoch. Vielleicht werde ich zu diesem Drama in der nächsten Zeit etwas mehr sagen und das mal ein bisschen auflösen, einfach nur zu zeigen, wie absurd das alles ist. Und dabei meine ich jetzt nicht, dass ein Erwachsener ein Sonic-Fan ist. Mein Gott, ich bin auch in meinen 20ern und bin ein Creepypasta-Fan. Das ist nicht weniger cringy wie das Sonic-Fandom. Also, das ist jetzt nicht das Thema, sondern einfach die Reaktion dieses YouTubers und was da jetzt alles dranhängt. Das ist bestimmt auch ein interessantes Video. So. Etwas dezent vom Thema abgeschweift, aber passt schon. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.